Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal was wirklich sehr Wichtiges für Leute, die anfangen Basketball zu spielen und das dann schon so in der Art professioneller betreiben, die wirklich regelmäßig trainieren. Und da erzähle ich jetzt mal von meiner Vergangenheit. Und zwar früher, wo ich noch so 4 bis 5 Stunden am Tag trainiert habe, trainieren konnte und wirklich Vollgas gegeben habe, warst du halt 2-3 Stunden auf dem Basketballplatz draußen, dann zu Hause halt noch trainiert und so. Fitnessstudio war ich nie. Also alles immer so selber, ohne Coach, ohne Trainer, mit Sachen, wo ich halt gesehen habe, wo ich mir selbst gedacht habe, okay, das macht mal die Übung für das. Und dann, ja, zum Beispiel hier Sit-Ups für ein Sixpack natürlich. Das war immer sehr wichtig, ne, Sixpack, damit man was zeigen kann, damit man ein bisschen protzen kann und so. Wissen die meisten bestimmt, ne? Und meine Art von Training für ein Sixpack habe ich mal gesehen. Ich glaube, es war sogar in irgendeinem Film. Above the Rim war das vielleicht, weiß ich nicht, aber nicht in der Art und Weise. Jedenfalls, meine Art von Sit-Ups war immer, war an der Couch, habe meine Beine unten eingeklemmt und dann ja, hier den nach oben. Ne? Habe ich auch gemerkt, zieht schön und das habe ich so, ja, wo ich gut drauf war, 60 am Stück immer so, das dreimal. Also ich bin so auf 150 Stück um den Dreh gekommen, 150 bis 180, weiß ich nicht, wie ich halt drauf war. Und das habe ich wirklich echt lange gemacht. Lange, lange, lange. Über Jahre hinweg. Und ja, eines Tages, das war 2011, um den Dreh rum, hat es wirklich in der Bewegung hinten im Rücken klack gemacht und ja, Schmerzen gehabt ohne Ende. Und fuck, habe ich gemerkt, irgendwas ist schiefgegangen, ohne Ende wehgetan. Ja, hat sich so hingezogen, dann nächsten Wochen halt zum Arzt gegangen. Da gemeint, ja, müssen wir uns angucken, muss geröntgt werden, Kernspind gefahren und so. Und hat sich festgestellt, ja, leichter Bandscheibenvorfall und ja, wie gesagt, es ging wirklich zack, schlagartig, echt heftig. Und es war halt das Problem, ich habe natürlich nur die Muskeln vorne trainiert und hinten überhaupt nicht, ne? Hinten die Rückenmuskulatur war dann überhaupt nicht vorhanden, weil, wie gesagt, man ist ja nur auf Optik aus gewesen, ne? Hat sie gedacht, ja, nur das Sixpack, wer will die Muskeln hinten am Rücken sehen, sind nicht wichtig, aber die sind enorm wichtig. Und jetzt habe ich halt das Problem über Jahre hinweg jetzt, ja, die Schmerzen am Rücken, ne, der leichte Bandscheibenvorfall. Das merke ich immer, wenn ich so ja, Vollgas gebe beim Basketballspielen heutzutage, so eine Stunde, zwei Stunden. Es tut so höllisch weh danach und es ist halt einfach, man merkt, ja, irgendwas arbeitet da hinten und verschoben. Und ich bin immer froh, wenn ich mal zu so einem Facharzt komme, der mir das wieder zurechtziehen kann, mir das hier rausmassieren kann. Da gibt es echt krasse Techniken, wie man die Wirbel irgendwie rausklicken kann. Das ist echt richtig heftig und das tut so unglaublich gut. Aber ja, es wäre nie so weit gekommen, wenn ich halt wirklich auch Übungen für den Rücken gemacht habe. Und das ist halt, ja, für so einen Laien, für einen Amateur, der niemanden hat, der dir vorschreibt oder dir Tipps gibt und sagt, hey, trainier so und so. Wenn du die Muskeln trainierst, musst du die anderen Muskeln auch trainieren, weil sonst stützen die Muskeln sich nicht gegenseitig, wie jetzt hier in dem Falle. Und auch, ja, Rückenprobleme im Sport Basketball, die sind so unglaublich weit verbreitet, das könnt ihr gar nicht glauben. Und ich glaube, jeder, der Basketball über Jahre hinweg wirklich richtig hardcore-mäßig spielt, da gibt es sehr, sehr wenige, die nicht Probleme mit dem Rücken haben, egal wo. Aber Bandscheibe ist, glaube ich, eins der meisten Verschleißteile im menschlichen Körper im Basketballspiel, weil du bist dann auch wirklich immer, ja, bist ja selber Oberkörpersport und so, sehr viel wird dann einfach genutzt. Gibt es, ja, müsst ihr bestimmt gehört haben schon mal bei jemandem. Und ja, es ist halt so ein Ding. Falsch trainiert einfach, habe es nicht besser gewusst und das ist wirklich schade. Und ich kann echt nur euch nur den Tipp geben für jemanden, der wohl für sich selber auch trainiert, so wie ich das gemacht habe. Sucht euch wirklich mal Hilfe ab und zu. Aber das ist halt das Schwierige, ne? An wen wendet man sich? Das ist auch so eine Sache. Ich bin halt auch nie ins Fitnessstudio gegangen. Vielleicht hätte mir das gut getan, weil da ja, Fachkräfte gewesen wären, die gesagt hätten, hey, pass auf, du musst das mittrainieren, weil sonst passiert dir das. Hätte ich drauf gehört, weiß ich auch nicht. Ist auch wieder so eine Sache, ne? Man muss ja auch drauf hören. Aber ja, ich kann euch das echt nur ans Herz legen. Das ist wirklich verdammt wichtig, vor allem für die Zukunft. Weil ja, jetzt denken sich vielleicht auch einige so im Alter von 12 Jahren, pff, das wird mir eh nicht passieren oder keine Ahnung. Aber ey, da müsst ihr echt aufpassen. Das ist verdammt wichtig. Ja, und jetzt Übungen für Rücken machen. Heute bin ich eh nicht mehr so voll dabei, wisst ihr selber, ich trainiere nicht mehr so hardcore-mäßig. 4 bis 5 Stunden, wenn ich mir das vorstelle, die Zeit, wo sollte ich die Zeit hernehmen? Das ist unmöglich, ne? Aber so ein Profi halt, ja, bräuchte halt mehr Tipps von Profis. Aber auf YouTube gibt es auch genug Leute, die das auch professionell betreiben, aber da ist es auch schwierig, habe ich schon gemerkt. Wer erzählt dir das Richtige oder das Falsche? Wer will damit nur Kohle machen? Das sind auch viele unterwegs, wo ihr aufpassen müsst und es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Naja. In dem Sinne,
Ich kann euch aber auch eins nur raten, diese Sit-Ups mit eingeklemmten Beinen und hier mit vollem Ruck nach oben gehen. Man merkt schon, wie schön der Bauch hier anspannt, aber das ist einfach tödlich für den Rücken, wenn man hinten zu wenig Muskeln hat und da nichts tut. Lasst das, und ich habe echt schöne Übungen gefunden, die halt auch für den Rücken helfen und wirklich auch sehr gute Übungen für den Sixpack. Hätte ich das früher gewusst, ich hätte nur diese Übung gemacht, das zieht auch viel schneller, weil ich habe auch wirklich viel Zeit darin investiert, in diese Übung. Weil wie gesagt, ich habe die Muskulatur bei mir erst angefangen so bei 60, 50 Übungen. Also wenn ich das wirklich 50 Mal gemacht habe, dann habe ich erst gemerkt, okay, jetzt brennt hier die Bauchmuskulatur und überhaupt, das war wirklich echt heftig. Das, ja, hätte ich anders viel leichter machen können, viel schwieriger und ja, wahrscheinlich auch viel mehr, viel schneller den Effekt rausholen können, um die Muskeln rauszukitzeln. Weißt du? Ja, einige sagen jetzt, ah, wenn du dünn bist, musst du eh nicht trainieren, hast du eh gleich ein Sixpack. Aber das ist nicht wahr, ich bin immer noch richtig dürr, aber Sixpack ist nicht mehr so vorhanden. Das zeige ich euch jetzt nicht, da muss ich erstmal ein bisschen trainieren, weil sonst ist es peinlich. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, gebt mir Feedback, eure Meinung dazu, eure Erfahrung dazu, das wäre auch sehr wichtig, so die Älteren vielleicht. Oder Kommentare von Leuten, die Probleme mit dem Rücken haben und schon lange Basketball spielen. Da bin ich mir sicher, da sind einige dabei, die das posten oder kommentieren würden. Das, also würde mich echt sehr interessieren, wie viele dabei sind. Jüngere wahrscheinlich haben da weniger das Problem, aber die Eltern halt. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann mal.